von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ein Märchen der Gebrüder Grimm. Ein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Ältere klug und gescheit und wusste sich in allem wohl zu schicken. Der Jüngere aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie: Mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu tun war, musste es allzeit der Ältere ausrichten. Hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl: Ach nein, Vater, ich gehe da nicht hin, es gruselt mir. Denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, sprachen die Zuhörer manchmal: Ach, es gruselt mir. Der jüngere Sohn saß in einer Ecke, hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. Immer sagen sie: Es gruselt mir, es gruselt mir. Mir gruselt's nicht. Das wird wohl auch eine Kunst sein, von der ich nichts verstehe. Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach: Hör, du in der Ecke dort, du bist groß und stark, und du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie sich dein Bruder Mühe gibt? Aber an dir ist Hopfen und Malz verloren. Ei, Vater, antwortete er, ich will gern was lernen. Ja, wenn's anginge, möchte ich lernen, dass mir's gruselte. Davon verstehe ich noch gar nichts. Der Ältere lachte, als er das hörte, und dachte bei sich: Du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart? Aus dem wird sein Lebtag nichts, was sein Häkchen werden will, muss sich bei Zeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm: Das Gruseln, das wirst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen. Bald danach kam der Küster zum Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngerer Sohn in allen Dingen zu schlecht beschlagen wäre. Er wusste nichts und lernte nichts. Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen. Wenn's weiter nichts ist, antwortete der Küster, das kann er bei mir lernen. Tut ihn nur zu mir, ich werde ihn schon abhobeln. Der Vater war es zufrieden, weil er dachte, der Junge wird doch ein wenig zugestutzt. Der Küster nahm ihn also ins Haus und er musste die Glocke läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. Du wirst schon lernen, was Gruseln ist, dachte er, ging heimlich voraus, und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, sah er auf der Treppe dem Schallloch gegenüber eine weiße Gestalt stehen. »Wer da?« rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. »Gib Antwort«, rief der Junge, »oder mache, dass du wegkommst. Du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen.« Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal: »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die Treppe hinab.« Der Küster dachte, das wird so schlimm nicht gemeint sein, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er von Stein wäre. Da rief ihn der Junge zum dritten Mal an, und als das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es 10 Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocke, ging heim, legte sich, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann.
aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich Angst. Sie weckte den Jungen und fragte, »Weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen.« »Nein«, antwortete der Junge. »Aber da hat einer dem Schallloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte, habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob es gewesen ist. Es sollte mir leid tun.« Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn hinab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. »Euer Junge«, rief sie, »hat ein großes Unglück angerichtet. Meinen Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft den Taugenichts aus unserem Haus.« Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. »Was sind das für gottlose Streiche? Die muß dir der Böse eingegeben haben.« »Vater«, antwortete er, »hört nur an, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht wie einer, der Böses im Sinne hat. Ich wußte nicht, wer es war, und habe ihn dreimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen.« »Ach«, sprach der Vater, »mit dir erlebe ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.« »Ja, Vater, recht gern. Wartet nur, bis es Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann.« »Lerne, was du willst«, sprach der Vater. »Mir ist alles einerlei. Da hast du 50 Taler. Damit geh in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muß mich deiner schämen.« »Ja, Vater, wie ihr es haben wollt, wenn ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in Acht behalten.« Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine 50 Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin, »Wenn's mir nur gruselte, wenn's mir nur gruselte.« Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, dass man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm, »Siehst du, dort ist der Baum, wo 7 mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon das Gruseln lernen.« »Wenn weiter nichts dazugehört?«, antwortete der Junge. »Das ist leicht getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine 50 Taler haben. Komm nur morgen früh wieder zu mir.« Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich ein Feuer an. Aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass er trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, dachte er, »Du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln?« Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle 7 herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, »Nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch wieder hinauf.« Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er böse und sprach, »Wenn ihr nicht Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit euch verbrennen.« Und hängte sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich wieder zu seinem Feuer und schlief ein, und am andern Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die 50 Taler haben und sprach, »Nun, weißt du jetzt, was Gruseln ist?« »Nein«,
antwortete er. »Woher sollte ich's wissen? Die da oben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie ein paar alte Lappen, die sie am Leibe haben, verbrennen ließen.« Da sah der Mann, dass er die 50 Taler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach, »So einer ist mir noch nicht vorgekommen.« Der Junge ging auch seines Weges und fing wieder an, vor sich hinzureden. »Ach, wenn mir's nur gruselte! Ach, wenn mir's nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt, und fragte, »Wer bist du?« »Ich weiß nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter, »Wo bist du her?« »Ich weiß nicht.« »Wer ist dein Vater?« »Das darf ich nicht sagen.« »Was brummst du beständig in den Bart hinein?« »Ei«, antwortete der Junge, »ich will, dass mir's gruselte, aber niemand kann's mich lehren.« Der Junge ging mit dem Fuhrmann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshause, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut, »Wenn mir's nur gruselte, wenn mir's nur gruselte!« Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach, »Wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein.« »Ach, schweig stille«, sprach die Wirtsfrau. »So mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. Es wäre jammerschade um die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nie wiedersehen sollten.« Der Junge aber sagte, »Wenn's noch so schwer wäre, ich will's einmal lernen. Deshalb bin ich ja ausgezogen.« Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stünde ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was Gruseln wäre, wenn er nur 3 Nächte darin wachen wollte. Der König hatte dem, der's wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, die Sonne beschien. In dem Schlosse steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht. Die würden dann frei und könnten einen Armen reich machen. Schon viele wären wohl dahin, aber noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am andern Morgen vor den König und sprach, »Wenn's erlaubt wäre, so wollte ich wohl 3 Nächte in dem verwünschten Schloss wachen.« Der König sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er, »Du darfst dir noch 3 allerlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und die darfst du mit ins Schloss nehmen.« Da antwortete er, »So bitte ich um Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer.« Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn mir's nur gruselte«, sprach er, »aber hier werde ich's auch nicht lernen.«